Und zum Jubeln 0 zu 3. Die Bilder gleichen sich. Jubel in Athen, Jubel bei der Ankunft am Salzburger Flughafen. Begeisterte Schlachtenbummler in Athen und als Empfangskomitee in Salzburg. Und langsam darf man mit dem Viertelfinale rechnen. Ja, wo wir jetzt nicht mehr rechnen taten, dann dürfen man, hätte man nie rechnen dürfen. Wien wird sicherlich jetzt zu einem ganz, ganz großen Finale. Dort brauchen wir wirklich nur zu sehr, die uns stimmkräftigst unterstützen. Und wir haben jetzt einmal bis dahin unseren Teil getan und jetzt müssen wir halt mit den Zuschauern im Rücken das große Wunder, ich möchte fast Wunder sagen, noch vollbringen, dass wir AC Milan einen Punkt abnehmen und dann haben wir etwas geschafft, was sicherlich niemand gerechnet hat. Wie durch ein Wunder schießt Salzburg auch ohne den verletzten Jurcevic drei Stürmertore. Nach Foul an Jurcevic aus Saas Hasenhüttl der frühe Doppelschlag durch Pfeifenberger. Mladenovic und Tor! 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 1:0! Da ist es! 2:0! Und neuerlich Heimo Pfeifenberger! Diese zwei Kopfballtore, die waren ja ein Teil des taktischen Plans. Ja, der Trainer hat mich heute wieder ein bisschen weiter vorn aufgestellt in der Offensive. Er hat gesagt, ich muss viel in die Räume mitgehen und das habe ich befolgt. Und Auswärtsleistung, auch nach dem Anschlusstreffer von Aik. Kurz nach der Pause versagt Schiedsrichter Gothals einem Hasenhüttl-Tor die Anerkennung. Ich glaube, dass zuvor auf Foul entschieden worden ist, und zwar Foul gegen uns, weil der Thomas Winkelhofer sich auf der rechten Seite durchgedankt hat und da hat der Schiedsrichter einen Foul gesehen, aber es wäre eine super Vorarbeit gewesen und schade, dass er das Tor nicht gegeben hat. Dennoch belegt die Aktion die Salzburger Konterstärke. Wir haben heute sicherlich eine Torschütze ist aus dem vollen Lauf gekommen und war um die Gedanken vor mir am Ball. Ich habe ihn zwar noch berührt, aber in dieser Situation hätte ich vielleicht einen Schritt schneller hinausgehen müssen, aber es war ein bisschen zu spät und also man muss schon sagen, dass ein Abteil dieses Tores mir gehört. Aber Konrad findet auch Gelegenheit und ein Schilling reicher. Das ist auch den Spielern nicht verborgen geblieben. Ich muss sagen, also, während dem Spiel ist das überhaupt kein Gedanken. Gegen Ajax, schon in der zweiten Minute das erste Tor durch Liedmanen. Milan müsste Salzburg in Wien schlagen. Die Bayern 0:1 Heimniederlage gegen Paris Saint-Germain, der fünfte Sieg der Franzosen im fünften Spiel. Ein geniales Tor von Vea 9 Minuten vor Schluss. Bayern braucht einen Auswärtssieg bei Spartak Moskau zum Aufstieg. Und Manchester United kann sich nach dem 1:3 bei IFK Göteborg gar nicht mehr aus eigener Kraft qualifizieren.